Hi und herzlich willkommen, liebe Vocal Secrets Army. Heute zeige ich euch ein kleines Experiment, das ich mit Studenten durchgeführt habe. Und ihr werdet verblüfft sein, was in diesem kurzen Zeitraum von 3 Wochen alles möglich ist. Viel mehr verrate ich noch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Yeah! Alle Inhalte der Vorher-Nachher-Videos habe ich erst nach Erlaubnis meiner Studenten erstellt. Kurze Info vorweg. Das Experiment dauerte lediglich 3 Wochen. Ich mache das immer mit dem Zweit-Drittsemester. Ihr könnt echt gespannt sein, was da alles passiert. Und einfach mal hinhören. Ich habe die Bereiche beschriftet, dass man kurz mitlesen kann. Und danach werden wir das natürlich analysieren und herausfinden, was denn das Geheimnis war. Jetzt wird's spannend, Freunde. Viel Spaß. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weht? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil jemand sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weht jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weht jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Wie ihr sehen konntet, war die Stimmentwicklung in dieser kurzen Zeit enorm. Doch warum das genau so ist, das will ich euch jetzt kurz erklären. Geil! Vorab gilt es zu wissen, dass die Stimme bzw. alles, was mit Stimme zu tun hat, ein sehr, sehr intimer Bereich ist. Fast schon oder nicht nur fast, eigentlich ist es der intimste Bereich. Denn dieses Instrument können wir nicht ablegen. Wir können es nicht auf die Seite legen, so wie ein Bassist seinen Bass oder ein Schlagzeuger einfach sein Schlagzeug stehen lässt. Ein Gitarrist, wenn er sich mal verspielt, dann hat er sich verspielt, der rockt einfach weiter. Ne? Für uns Sänger ist das immer ein bisschen peinlich. Wir fühlen uns dann unwohl. Und das weitere Problem ist, dass jeder Mensch hat irgendeine Meinung zum Gesang. Darin verbirgt sich auch die Problematik. Denn alles, was wir erleben, alles, was wir sehen und alles, was wir verarbeiten müssen, ist in der Stimme hörbar. Sind wir extrem fröhlich oder dann verändert sich die Farbe. Sind wir traurig, verändert sich die Farbe auch. Dies sind aber alles kleine Merkmale, die man erkennen kann, welche auch relativ leicht, sage ich mal, wegzumachen sind. Viel schlimmer sind es aber mit tieferen Emotionen, die uns vielleicht introvertiert machen oder im Gegenteil, uns extrovertiert machen, und zwar in der kompletten Persönlichkeit, obwohl wir das vielleicht gar nicht sind. Und da fängt es an, spannend zu werden. Das ist nämlich eigentlich das Thema, warum der Fortschritt bei der Schülerin hier von so auf so gemacht hat. Das bedeutet im Endeffekt, Psychologie im Gesang ist tatsächlich genauso wichtig wie auch das Singen an sich, beziehungsweise es ist teilweise sogar fast noch wichtiger, um gewisse große Fortschritte machen zu können. Lass uns mal das Video kurz zerlegen. Wir starten mit Woche 1. Irgendjemand sagt, Wind weht. Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil jemand sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen?
wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Wenn wir Woche 1 betrachten, können wir ganz gut hören, dass die Stimme noch sehr hart ist, dass sie sehr dominant auch ist. Das hat ganz viel damit zu tun, was früher vorgefallen ist, hat wenig damit zu tun, dass es rein nur an der Technik liegt. Die technischen Sachen lernte sie bereits, doch konnte sie bis dato immer noch nicht kontrolliert anwenden, beziehungsweise über einen längeren Zeitraum, so dass es natürlich ist und zu ihrer Stimme passt und gehört. Was der Grund dafür ist, warum die Schülerin so klingt, kann ich euch leider nicht sagen, da das absolut logisch ist, warum ich das nicht sagen kann. Das ist etwas Privates und geht keinem was an. Aber nichtsdestotrotz haben wir das besprochen, nachdem die Performance vorbei war, und haben versucht herauszufinden, warum die Stimme so klingt, wie sie gerade klingt. Nachdem die Schülerin das verstanden hatte, konnte sie sich eine Woche Zeit lassen, das ganze Thema natürlich zu verdauen und zu verarbeiten, weil das ist immer ein bisschen tricky, wenn es gerade so um Kopfsachen geht. Woche 2, habt ihr bereits gesehen, war das Ergebnis. Genau darum geht es, dass wir verstehen, warum es klingt, wie es klingt. Dadurch sparen wir uns enorm Zeit, jetzt 1000 Übungen zu machen und täglich 15 Stunden zu singen, was natürlich übertrieben, aber tägliche Übereinheiten zu machen ohne Fortschritt. Das ist nicht sinnvoll. Verstehen wir, warum was der Grund ist, dann ist es sinnvoll. Dann geht es nämlich relativ schnell, ne? Ja, ein schönes R. Kommen wir nun zu Woche 2. In der zweiten Woche haben wir am Song bzw. an der Tonart noch nichts verändert, da ich das Ergebnis so fair wie möglich halten wollte und einen direkten Vergleich in der gleichen Tonart hören wollte, da dies sonst wieder eine Möglichkeit gegeben hätte, um zu sagen, ja klar, das war halt die falsche Tonart. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Aber das Ergebnis spricht für sich. Wir hören noch mal kurz rein. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weht jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Schon rein von der Körpersprache her lässt sich ganz schön viel erkennen. Sie ist extrem locker, sie bewegt sich nicht mehr so aktiv wie in Video 1 oder in Woche 1. Wenn man das Gesicht anschaut, sie ist eher im lächelnden Modus. Ja, das sind schon mal deutliche Unterschiede, die man nur optisch erkennen kann. In der Stimme ist sehr gut zu hören, wie sie versucht, schöne, sanfte Töne zu erzeugen. Ich finde, das komplette Bild, also Stimme plus äußere Wahrnehmung, hat sich schon um fast 180 Grad verändert. Und was wir jetzt dann gemacht haben für die Woche 3, das waren nur noch anatomische Analysen, diverse Sounds, die man einbauen könnte und eigentlich nur noch Kleinigkeiten. Aber die Tonart macht natürlich nochmal sehr viel aus und sie hat das geschafft, direkt in Woche 3 auch nochmal mit der Stimme, die sie jetzt neu entdeckt hat, zu performen. Und ja, ich persönlich war begeistert. Nun folgt Woche 3. Glaubst du, dass der Wind weht, weil irgendjemand sagt, Wind weht jetzt? Glaubst du, dass die Sterne, die am Himmel stehen, leuchten, weil irgendwer sie anknipst? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Elemente tun, was sie sollen und nicht, was sie wollen? Wenn du das glaubst, dann wirst du nie sehen und verstehen, was ich meine, wenn ich sag, ich will frei sein. Da gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Version und ganz eine andere Art, das zu performen. Ihr könnt am Körper sehen, dass sie sich von der Bewegung her ganz schön ruhig hält. Man erkennt dadurch sehr deutlich, dass ein schöner Wandel passiert ist oder dass irgendetwas stattgefunden hat, dass sie irgendwas akzeptiert hat, dass sie auf einmal
neue Seiten entdeckt und diese sofort in ihrer Stimme hörbar als auch sichtbar umsetzen kann. Und das ist sehr beeindruckend. Und ja, das war's. Tschüssi. Hat euch dieses Video gefallen, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Channel und ja, ich würde sagen, das war's. Mein Name ist Marcel Huber, Vocal Secrets Army, I'm out. Cheers!